Ja, ich bin's Martin und wie ihr gesehen habt, haben wir uns einen schönen Bus gekauft, den wir jetzt schon umgestaltet haben. Und vor einiger Zeit kam Carpo-Ride auf uns zu, da wir ja viel mit dem Auto unterwegs sind und Navigationsgeräte brauchen und nicht immer mit dem Handy uns verbinden wollen. Ja, hat uns die Firma so ein schönes Radio mit einem großen Display zur Verfügung gestellt, was wir heute mit euch einbauen werden. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen drauf ein, was da alles mit dabei ist, weil der Hauptgrund, warum wir das brauchen, ist eigentlich eine Rückfahrkamera, weil das ein langer Radstand ist und es ist äußerst blöd, rückwärts einzuparken und da nehmen wir euch heute einfach mal mit. So, was war in dem Karton alles drin? Also mal da einmal dieses, wie nennt man das, Christoph? Diesen Schaft. Head Unit. Head Unit. Der Head Unit und ein großes Display, was man dann hier mit so einem Verschluss verbinden kann. Dann natürlich der Schacht, der dann in das Armaturenbrett reinkommt. Diverse Kabel, Befestigungsmaterial, eben diese Kamera. Und wir haben uns jetzt noch dazu gekauft einen Adapter. Den haben wir uns bei Amazon bestellt, dass man quasi die Kabel, die jetzt oder die Stecker, die jetzt drin sind, ohne dass wir alles aus- und einpinnen müssen, verbinden können. Plus ein langes Verbindungskabel vom Radio hinter an die Kamera, weil wir müssen die Kamera dann irgendwie an der Heckklappe befestigen. Und ja, da müssen wir mal gucken, wo wir da lang gehen, wie wir das machen. Keine Ahnung, wir sind jetzt auch keine Profis, aber wir versuchen das natürlich so gut wie es geht einzubauen. Und jetzt gehen wir mal runter und schauen uns das an. Dann fangen wir jetzt mal an. Wir haben das Radio schon, das alte jetzt hier mit den zwei Schienen, also die Clips da rausgemacht, dass das aus dem Schacht rausgeht. Und jetzt müssen wir mal gucken. So, das ist dieser alte Stecker. Da können wir schon mal gucken, ob das. Ich mache mal das hier. Antenne, wie geht das ab? Ach, hier hinten. So, das alte Radio. Da können wir schon mal gucken, ob dieser Adapter daran passt. Das ist ja dann dieser Amazon-Adapter. Was hat er gekostet? 15 Euro. Ich glaube, ja. So. Andersrum. So rum. Ja, das passt schon mal. Dann müssen wir jetzt mal schauen, ob die Pin-Belegung noch passt, oder? Ja. Gegebenenfalls müssen wir dann das umpinnen. Hast du Auspinnwerkzeug, Christoph? Oh, das habe ich jetzt gerade vergessen. Oh. Oh Gott. Alter. Machst du es? Ich muss noch mal kurz in die Stadt, Okay. dass ich in 3 Stunden wiederkomme und das Okay. ist dann drin. Okay. So, bevor wir das jetzt wild einbauen, testen wir jetzt quasi einmal, ob es denn überhaupt angeht. Also wir haben jetzt schon mal alle Stecker rangemacht. Und hier haben wir jetzt quasi das Zündungsplus. Das heißt, wenn du einen Zündschlüssel reinsteckst, würde ich jetzt mal sagen, und rumdrehst, dass das Radio dann angeht. Sonst wäre es ja dauerhaft an. Du müsstest das immer manuell an- und ausmachen. Wir haben hier unten Eine Freileitung. eine Freileitung gefunden vom Zigarettenanzünder. Das haben die hier mal nachträglich reingebaut. Und hier machen wir jetzt einfach mal kurz an das Plus. Und jetzt müsste theoretisch, genau, jetzt geht's an. Geht das jetzt an? Wir können das ja mal gleich mal testen, Christoph. Die Radiofunktion. Radio. Noch nicht so weit. Ist das weit? Wenn ich jetzt Zündung ausmache, bleibt es an. Ist auch gut. Wahrscheinlich. Weil das ja dauerhaft, genau. Ist, das ist kein Zündungsplus. Bis auf die Stelle. Wie würde das die Fromis sagen? Das ist Klemme 50, heißt das, glaube ich, ne? Nee, Klemme 30. Klemme 30? Ich habe mir das mal gemerkt. Halle 77. Gut. Wenn ich jetzt ziehe, bleibt es an. Nee, es geht aus. Gut, weiter geht's. Auspin-Werkzeug haben wir nicht, deswegen haben wir uns hier so einen Draht genommen und den schleifen wir uns einfach spitz am Ende und dann versuchen wir das irgendwie zu improvisieren. Du kannst ruhig zeigen, wie du das auspinst. Nö. Was? Nö. Wir haben jetzt den Rahmen hier reingemacht, haben jetzt ein Kabel umgepinnt auf dieses Zündungsplus und werden jetzt dieses lange Kabel als, wie sagt man, Signal- und Stromkabel hinterziehen an die Heckklappe. Wir müssen jetzt quasi einmal durch das Cockpit durch, an der Seite, also hier auf der anderen Seite quasi hier hoch.
nach hinten. Wir haben oben die Deckenverkleidung vom Bus schon abgemacht. Dann werden wir das dort sauber mit Kabelbinder reinlegen und dann werden wir irgendwie hinten versuchen, durch die Heckklappe über das Nummernschild zu kommen und dort werden wir die kleine Kamera anbringen irgendwie und dann, ja, wir mal gucken. Wir nehmen euch mit. Da siehst du den Draht? Zieh in meine Richtung. Da ist das Kabel. Alter, wir haben es zusammen geschafft. Wir sind ein gutes Team, wirklich. Absolut. Ich glaube, weißt du, was für mich ein Job wäre? In so eine Bank einbrechen und dann an diesen kleinen Rad drehen. Genau. Ich höre das ja. Genau. Können wir das nicht einfach mit Panzertape hier außen drauf kleben? Ich denke, das wäre auf jeden Fall gut. Wenn mal was ist, kommst du halt auf jeden Fall leichter mit dran. Ne? So, hier. Steck mal rein. Und wer hält die Kamera? Wo muss ich denn durch? Jetzt haben wir vorne das Kabel gezogen, sind hier oben durchgegangen. Das könnt ihr dann auch so machen und dann braucht ihr eigentlich nur Kabelbinder und eine Zange. Und dann machen wir das hier oben an den Kabelbaum, der original schon hinter geht. In dem Atemzug haben wir hier den originalen Rahmen überall und die Rückwand neu matt schwarz lackiert. Und haben uns bei eBay solche neuen Plug-and-Play-Platten in Weiß gekauft. Sehr geil, weil da sind die Clips alles dazu. Kannst du einfach die alten rausmachen und die neuen reinmachen. Und dann schaut es wieder schön aus. Fußboden haben wir hier Linoleum reingemacht. Auf das Holz oben drauf geklebt einfach. Und haben uns zwei neue LED-Schienen, die müssen wir dann später noch oben rankleben, dazu gekauft, dass wir auch gut was sehen hier im Bus. Hier oben durch müssen wir den Gummi abmachen. Das wird richtiger Sackgang. Und das dann bis hier unten durch, um dann die Kamera hier ein kleines Loch durchzubohren. Wo ist die Nummer? Genau, hier ist jetzt. Genau. Hier ist die Beleuchtung. Hier ist die Beleuchtung. Muss irgendwo hier rein. Hier rein und dann. Das wird der größte Bums hier, das weiß ich. Du kommst nicht durch. Ich muss ja nicht so weit vor, oder? Ja, aber schon eher weiter hin. Aber du musst denken, dass dann das Kennzeichen ja da ist. Die Kamera haben wir jetzt hier hinten drauf auf der Leiste. Abschlussleiste, Befestigung, Kennzeichenbeleuchtung draufgeklebt. Der wird jetzt noch mit zwei Schrauben fixiert. Und mit einem Lötkolben habe ich jetzt quasi hinten so eine kleine Aussparung reingeschmolzen. So dass das Kabel hier hinten durchgelegt ist und hier quasi jetzt hier drin sitzt. Da ist ja quasi einmal ein, wie sagt man, Signalkabel dran, so bezeichnet das jetzt einfach mal, was, sobald du in den Rückwärtsgang schaltest, sagt plus, die LED geht an, plus auf dem Display von erscheint das, was auf der Kamera dahinter langläuft, steht, wie auch immer. So, ich mache jetzt noch die zwei Schrauben ran. Und dann können wir das Kabel verlegen. So, wir haben jetzt also das Kabel hier durch. Das war ein bisschen tricky. Sind dann quasi hier reingegangen. Das haben wir jetzt mit Kabelbinder hier festgemacht. Haben dann einmal die Kamera oberhalb, können wir hier draußen filmen, oberhalb vom Nummernschild befestigt. Und sind dann mit einem Kabel hier rüber gegangen an das an den Stecker von dem Rückfahrscheinwerfer, dass das Radio quasi ein Signal bekommt, hey, Kamera geht jetzt an, da ist auch so eine kleine, so ein LED-Band draußen rum und die Kamera soll jetzt nach hinten filmen. Also sobald man Rückwärtsgang reinmacht, geht auch sofort die Kamera an, zeigen wir euch gleich. Dann machen wir jetzt mal die Klappe zu und gehen mal nach vorn. Also das Display ist hier arretiert an so einem kleinen Hebel. Es schaut dann quasi so aus. Also das macht auch echt einen wirklich wertigen Eindruck. Und dann könnt ihr das einfach hier einrasten lassen. Man kann das Display in alle möglichen Richtungen verdrehen. Jetzt bin ich drauf gekommen. Hier oben ist übrigens der Knopf, um das Radio ein- und auszuschalten, manuell. Im Falle, jemand hat es nicht auf Zündungsplus gestellt, muss man halt manuell
ein- und ausschalten. So, was ist das Geile an dem Radio? Apple CarPlay. Gerade für uns Apple-Besitzer ist das gut. Man kann das Navi drüber laufen lassen. Pop-up-Nachrichten werden einem angezeigt. Spotify, ihr könnt weiter drücken. Dadurch, dass das Display Touch hat, ist es halt echt entspannt, dass ihr das während der Fahrt bedienen könnt. So, und jetzt zeige ich euch mal Apple CarPlay. Ich gehe also quasi auf Bluetooth, CarPlay. Da drücke ich drauf. Jetzt ist es verbunden. Und wenn ich jetzt reingehe, jetzt ist schon. Genau, wenn ich jetzt reingehe bei SendCloud, da laufen gerade böse Onkels und ich mache weiter, dann geht es auch hier auf dem Display weiter. Also, das ist eine richtig coole Sache. Du musst dann hier. Genau, jetzt läuft zum Beispiel gerade Werbung und man kann das entspannt auf dem Display weitermachen. Navigationsgerät Karten ist dann auch gleich immer im Display mit drin. Hier seht ihr das, läuft weiter. Ich mache leiser, sonst gibt es Ärger. Genau, hier ist einmal das Navi. Ja. Hier kann man jetzt was suchen. Tankstellen, das übliche wie auf dem Handy auch. Jetzt zeige ich euch das einmal mit der Rückfahrkamera. Sobald ich den Rückwärtsgang reinmache, seht ihr schon, schaltet das Display um. Ja, die Qualität ist jetzt von der Kamera nicht extrem gut, aber ich denke, es reicht, dass man zumindest sieht, wie weit ist man am Hintermann dran oder an der Mauer dran oder man möchte irgendwo einparken. Ich denke, das ist schon hilfreich, weil ich habe es vorhin schon mal gesagt am Anfang des Videos, bei dem langen Radstand, ich habe echt das Problem, wenn ich rückwärts irgendwo einparke, dass ich nicht sehe, wie weit ist das Auto entfernt. Und ja, mit diesem System ist es echt geil. Also ich bin super begeistert von dem Radio. Das macht auch wirklich einen wertigen Eindruck. Ich denke, für das Geld kann man sich das kaufen. Wer Bock hat auf so ein Radio, in der Videobeschreibung ist ein Link, da drückt ihr einfach drauf, könnt ihr euch das reinziehen. Also wie gesagt, ich bin ehrlich, das Radio ist nicht verkehrt. Das reicht völlig aus. Natürlich kann man irgendwelche Radios kaufen, die sauteuer sind, aber für diesen Preis, Preis-Leistung, bekommt es auf jeden Fall einen Daumen. Und ich freue mich drauf, wenn ich mich jetzt mal ein bisschen eingegroovt habe in das System, dass es auf jeden Fall besser ist wie dieses originale Radio von Volkswagen. So, wir haben noch mehr gemacht am Bus. Und da gehen wir noch mal raus. So, Freunde, hinter uns die Niagara-Wasserfälle. Und so, ich sage euch mal noch ein bisschen was sich verändert hat. Also wir haben hier auf das Fahrzeug, nee, wir haben das in Blauen von einem Graffiti-Sprayer ein bisschen vollsprühen lassen. Natürlich auffällig, so ein bisschen Graffiti-mäßig. Und ja, es fällt auf. Dann haben wir hier drauf gemacht, 20 Zoll Aluminiumfelgen von Tech, ein paar flache Gummis. Wir haben ein Ja, paar flach ist übertrieben, oder? ja, wir haben ein paar Aufkleber drauf gemacht, haben hier so ein Billo-Fahrwerk reingemacht von Thea Technics. Haben hier drin zwei solche schönen Stühle reingemacht. Vom Multivan mit hier, dass man den Sitz in alle Richtungen verdrehen kann. Macht das Sinn bei einer Trennwand? Ja, macht richtig Sinn. Das nächste. Echt Holz, unten reingemacht, im Gummistyle. Dann hier so eine schöne Holzklappe reinbauen lassen vom lieben Nick. Der ist Tischler, hat sich hier richtig ausgeweitet, weil dahinter ist nämlich eine Standheizung mit Fernbedienung für den Winter. Müssen da noch Lüftungsschlitze rein? Da müssen auf jeden Fall immer noch Lüftung rein. Hier ist so eine 8 kW Dieselheizung. Du hast ungefähr in 40 Sekunden 85 Grad Innenraumtemperatur und alle beiden Autos neben dir sind mit enteist. Da haben wir uns bei eBay hier solche tollen neuen Verkleidungen gekauft, haben das alles matt schwarz neu rauslackiert. Und ja, und zu guter Letzt, wir haben hier das Dachzelt drauf gemacht. Dann machst du hier ein paar Verschlüsse, so ein Aluminium Hardcase, die Verschlüsse hier auf. Machst da noch ein paar Gummibänder ran und dann lässt sich da richtig geil drin schlafen. 2 Meter mal 1,20 Meter, also du hast easy drin Platz. Und ich würde sagen, der Christoph macht euch noch einen kleinen Porn und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denkt dran, wir sind jetzt noch mal eine ganze Runde gefahren mit dem Radio, es ist geil. Wer da Bock drauf hat, in der Videobeschreibung ist ein Link. Dann holt euch das Teil und dann sehen wir uns demnächst. Ciao.